Hey meine Lieben, willkommen zum neuen Video von mir. Heute habe ich ein Video, das ihr sicherlich schon bei extrem vielen YouTubern gesehen habt. Das macht gerade echt die Runde und zwar Top 5 unter 5 Euro. Und ich dachte mir, das könntest du auch machen, aber ich wollte es nicht ganz so langweilig gestalten. Und deswegen habe ich mir noch gedacht, ich zeige euch noch meine Top 5 Produkte, die ein bisschen teurer sind. Einfach um so, das wie so eine Waage zu machen, dass ich wirklich 5 Produkte habe, die sehr günstig sind und die ich liebe. Aber ich habe auch 5 Produkte rausgesucht, die sehr teuer sind und die ich trotzdem sehr gern mag. Und das wollte ich einfach mal heute zeigen. Und ja, bei den Top 5 unter 5 werdet ihr gleich merken, die Produkte kennt ihr schon zum Teil. Vor allen Dingen das hier. Ich glaube, ich brauche echt nicht mehr viel dazu sagen. Es ist das Garnier tägliches Anti-Pickel-Waschgel. Absoluter Favorit. Ist bei mir jetzt fast leer und muss ich bald nachkaufen. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ich glaube, es kostet 3 bis 4 Euro und es ist so, so gut. Und diese Flasche hält echt eine Ewigkeit. Die hält mehrere Monate. Und ja, für mich ist es das perfekte Produkt, um meine Haut frisch und sauber zu halten. Und ja, wie gesagt, ich sag sonst jetzt nicht mehr viel dazu. Die meisten kennen es ja schon und perfekt einfach für mich. So, dann komme ich jetzt zu 2 Produkten von Catrice. Zum einen das All Matte Plus Powder. Das sieht so aus. Da habe ich auch schon eine ordentliche Kohle und ganz leicht Hitte Pen. Da habe ich mir die Farbe 15 Natural Beige gekauft. Und es ist einfach für mich das allerbeste Puder überhaupt. Naja gut, also ich habe es noch nicht so mega viele getestet, aber einfach von denen, die ich aus der Drogerie kenne, ist es halt einfach fantastisch. Es mattiert sehr gut, natürlich nicht den ganzen Tag, aber es mattiert mir auf jeden Fall genug. Und für einen Preis von 3,25 oder so ist es halt einfach wirklich super und perfekt einfach. Für mich ist es ein perfektes Puder, mit dem ich super gut klarkomme. Es sieht irgendwie nicht cakey aus oder sowas. Es sieht ganz toll und natürlich aus und ganz, ganz große Liebe. Dann zum zweiten Catrice-Produkt und zwar die Absolute Nude Palette. Die ist sicherlich auch schon in einigen dieser Videos vorgekommen, aber ich muss sie einfach zeigen, weil ich die Farben liebe. Natürlich benutze ich so die ganz dunklen Töne hinten nicht so arg, aber die vorderen immer sehr häufig. Kann man einfach schöne Looks schminken. Also man braucht wirklich nur 3, 4 Farben davon und man hat ein schönes Augen-Make-up. Klar für den Tag, aber man kann so ein bisschen mehr für die Nacht sozusagen machen. Super Palette für 4,99 gerade noch dabei, aber definitiv großartiges Produkt. So, dann komme ich noch zu dem P2 Glam Volume Lip Gloss. Und das ist einfach so dieses wunderschöne Strawberry, Alabama Strawberry nennt sich die Farbe. Ist ein ganz, ganz tolles Pink. Habe ich euch auch schon geswatcht und sieht einfach toll aus. Es ist sehr extrem mit diesem Glitzer und so, das muss man wirklich mögen. Aber für mich ist es ein Top-Produkt, es kostet 3,25 und ich liebe diese Lipgloss. Ich habe noch eine andere Farbe davon und ja, Pink ist mir aber einfach lieber und ja, es ist so ein bisschen Barbie-mäßig, aber man muss es mögen und wenn man es mag, dann mag man es halt und ich mag es und deswegen ist es hier in diesem Video. So, dann das letzte Top-5-Produkt unter 5 Euro ist das Alverde Augenbrauen Gel in Blond. Wow, schaut euch das an. Es ist für mich einfach das beste Augenbrauengel, was ich kenne. Es fixiert meine Augenbrauen. Es hat eine sehr schöne Farbe, auch für Blondinen. Wie ihr seht, es ist zwar braunstichig, aber es hat auch so einen kleinen Aschton dabei. Und das finde ich sehr, sehr gut. Und ist für mich einfach das Beste für meine Augenbrauen. Es hält gut, es ist günstig. Es ist Naturkosmetik. Nicht, dass ich da so drauf achte, aber ist ja auch nicht schlecht. Und es ist einfach ein sehr, sehr gutes Produkt, das ich mir immer wieder nachkaufe. Ich habe es auch noch in Transparent, aber in Farbe finde ich es noch ein bisschen besser, weil eben meine Augenbrauen sehr hell sind. Und wenn ich da mit dem Gel drüber gehe, haben sie eine sehr schöne, leichte Farbe und ja, gefällt mir sehr gut. Dann komme ich jetzt mal zum zweiten Teil und zwar zu den etwas teureren Produkten. Ich habe jetzt einfach mal so zwischen 15 und 20 Euro gemacht. Und das erste ist von Clarins, der Moisturizing Lip Balm. Und den habe ich mir damals gekauft mit einem Gutschein. Ich glaube, der hat 18 Euro oder 16 Euro gekostet. Und da hatte ich mal eine Probe von und war halt extrem begeistert von diesem Typchen. Aber der wird euch eine Ewigkeit halten. Die Probe hat bei mir, glaube ich, schon 3, 4 Wochen gehalten. Und dieses Ding habe ich jetzt auch schon seit einigen Wochen. Ich benutze es nicht jeden Tag, aber ich benutze es recht häufig. Und es wird euch echt ewig halten. Da sind jetzt 15 Milliliter drin, genau. Also das ist wirklich sehr, sehr viel und es ist ein unglaublich guter Lippenbalm. Also hier ist Rosenwachs dabei und das spürt man wirklich, es hat so einen leichten, wachsigen, so ein wachsiges Gefühl auf den Lippen. Aber ich mag das, es ist wirklich ganz, ganz toll für eure Lippen. Wenn ihr das am Tag nicht so wollt, ist auch nicht schlimm, macht es einfach nachts drauf, dann sind eure Lippen schön weich am nächsten Tag. Von daher, falls ihr mal irgendwie einen Gutschein habt, dann könnt ihr euch das kaufen. Es ist natürlich nicht so, dass man es unbedingt haben muss, aber ich finde es halt gut, ja.
Genau. Dann machen wir mal weiter mit einem Kajalstift und zwar von Benefit. Das ist der, wie nennt er sich denn überhaupt, einer der Bad Gel Eyeliner Waterproof. So sieht der aus. Den habe ich mir damals nicht direkt selbst gekauft. Den habe ich mir mit der Bad Gel Mascara gekauft. Es war so ein Set. Und der ist halt richtig gut. Also ich weiß den Einzelpreis, glaube ich, nicht, aber müsste auch um die 20 Euro liegen. Werde ich mir aber nicht nachkaufen. Wie ihr seht, der ist natürlich, da ist noch extrem viel dran. Aber ich finde den extrem gut, deswegen ist er in diesem Video. Und ich bin echt froh, dass ich ihn habe, denn er ist sehr, sehr wasserfest. Also ich würde damit jetzt nicht schwimmen gehen oder so. Aber er ist schon, er hält extrem gut auf der Wasserlinie. Ist nicht so, wenn man mal ein bisschen weint oder halt einfach, weil es da eben so nass ist, verrutscht er nicht und setzt sich auch nicht irgendwo ab. Also ist wirklich ein sehr, sehr guter Kajalstift. Auch hier muss ich sagen, es gibt natürlich in der Drogerie auch Kajalstifte, die auch daran kommen und die eben günstiger sind. Aber wie gesagt, damals war es eben in diesem Päckchen und ich bin froh, dass ich ihn habe. Und weil ich ihn eben extrem gut finde, habe ich ihn halt hier mit in das Video genommen. Dann komme ich zu meiner absoluten Lieblingsfoundation. Oh mein Gott, ich liebe die. Benefit Hello Flawless. Die kennt ihr sicherlich auch schon von mir. Die ist eine Foundation, die ich über alles liebe. In letzter Zeit trage ich sie eher seltener. Ja, weil ich sie einfach nicht aufbrauchen will. Ich meine, sie kostet 35 Euro oder 34 irgendwas. Naja, auf jeden Fall so knapp an der Grenze. Und das ist halt schon extrem viel. Also gut, es ist jetzt halt viel mehr als die anderen Produkte. Aber ich habe sie jetzt halt doch in dieses High-End-Ding mit reingepackt, weil sie eben das teuerste Produkt ist, das ich überhaupt besitze. Also wirklich. Ja, 35 Euro ist halt schon echt viel für so eine Foundation, aber sie hält auch wiederum sehr lange und sie ist perfekt. Sie ist für mich die perfekte Foundation und ich habe jetzt die Farbe I'm Pure For Sure Ivory und ja, ist das hellste und wundervoll, wundervoll. Dann bleiben wir gleich mal bei Benefit und zwar noch die They Are Real. Die kennen sicherlich auch ganz, ganz viele, brauche ich eigentlich auch nicht mehr viel dazu sagen. Ist eine fantastische Mascara, trennt die Wimpern extrem gut. Man muss auch ein bisschen aufpassen, dass ihr euch damit nicht im Auge rumstochert, denn das tut manchmal weh. Aber wenn ihr vorsichtig seid, funktioniert es sehr gut und ihr bekommt extrem krasse Wimpern. Man muss sich dafür ein bisschen Zeit lassen. Es ist jetzt keine Mascara, die ich drauf mache, wenn ich sage, ich habe nur 10 Minuten zum Schminken, dann mache ich die nicht drauf. Aber sie ist auf jeden Fall eine Mascara, wenn ihr ein Eyecatcher wirklich sein wollt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dafür ist sie echt gut. Die kostet, glaube ich, 22, 23 Euro und ja, dann kommen wir zum letzten Produkt und zwar, die kostet 30 Euro, die Chanel Le Volume der Chanel. Es ist mein allererstes und einziges Chanel-Produkt bisher. Es sieht einfach wunderschön aus da, das Chanel-Zeichen hier, steht Chanel und diese Mascara habe ich mir auch aufgrund von zwei Proben hingekauft und die ist auch wirklich gut. Also dieses Produkt jetzt selbst habe ich noch nicht probiert, aber eben die Proben. Also ich habe gerade noch eine Probe in Verwendung und daraufhin habe ich mir die halt gekauft und die ist einfach fantastisch. Also richtig gute Mascara. Auch wiederum, man muss immer entscheiden, will man so viel Geld für eine Mascara ausgeben. Aber es war auch in der Zeit nach meinem Geburtstag, als ich eben Gutscheine hatte. Und da habe ich die mir damals bei Müller gekauft. Und ja, dann ist es, finde ich, auch völlig okay. Und ich finde, gerade wenn man eben Gutscheine hat, wenn zum Beispiel einen 20-Euro-Gutschein hat, muss man nur 10 drauflegen, ja. Und dann finde ich das auch völlig in Ordnung und genau, wie gesagt, muss jeder für sich selbst entscheiden, aber das war's jetzt mit meinem Top 5 unter 5 und Top 5 über 10, 20 Euro oder so. Genau, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr findet es gut, dass ich das so ein bisschen aufgeteilt habe zwischen meinen Top 5 Drogerieprodukten und Top 5 High-End-Produkten. Also ich denke mal, es war ganz interessant für euch. Lasst mir wie immer euer Feedback da mit Daumen hoch, Kommentaren und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video. Ciao!